Glasklar und kalt strömt Wasser aus den Tiefen des Gesteins. Aus der Quelle ist schon wenig später ein kleiner Quellbach geworden. Und wenn sich dieser durch einen Buchenwald schlängelt, dann ist dies der typische Lebensraum für einen bei uns weit verbreiteten Lurch, den Feuersalamander. Charakteristisch ist die markante schwarz-gelbe Färbung, die bei jedem Exemplar anders ausfällt. Der Salamander liebt die feuchten Laubwälder mit vielen Verstecken und benötigt für den Nachwuchs die kalten Quellbäche. Beide Lebensräume sind in NRW noch zu finden. Wir sind eigentlich mittendrin im Wald des Feuersalamanders. Er mag die Buche, er mag es feucht, er mag so kleine Tälchen, so Siepen, so wie hier gerade mit einem Bach, wo seine Larven groß werden. Das ist hier eigentlich der typische Lebensraum unseres Feuersalamanders. Deshalb ist hier auch ein Zentrum seiner Verbreitung. Nachts und bei Regen sind die Feuersalamander besonders aktiv. Für ihren Nachwuchs gehen Feuersalamander im Frühjahr ins Wasser. Die Entwicklung der Eier zu fertig ausgebildeten Larven findet, anders als bei anderen Amphibien, bereits im Körper des Muttertieres statt. Für die lebend geborenen Larven ist diese Anpassung an die kühle Umgebung der Laubwälder und kalten Quellbäche vor allem ein zeitlicher Entwicklungsvorteil. Die jungen, anfangs bräunlichen Feuersalamander sind bestens in ihrer Umgebung getarnt und schwer zu entdecken. Mit der Veränderung der Farbe zu schwarz-gelb beginnt die Umstellung für das spätere Leben an Land, die meist im Spätsommer abgeschlossen ist. Während junge Feuersalamander auch tags im Quellbach unterwegs sind, werden ausgewachsene Tiere überwiegend nachts aktiv. Wenn Förster Jan Preller für gewöhnlich schlafen geht, kommen am alten Forsthaus die heimlichen Feuersalamander aus ihren Verstecken hervor. Feuersalamander haben keine Fressfeinde. Ihre Hab-8-Färbung und ein giftiges Hautsekret, das Salamandrin, schrecken Feinde ab. Gegen den Aberglauben unserer Vorfahren haben diese Abwehrstrategien jedoch nicht geholfen. Als vermeintliche Bedrohung ihrer Häuser wurden Feuersalamander vielfach getötet. Suchen diese doch gern feuchte Ecken und Spalten in Gebäuden auf, wo sie Unheil bringen könnten. Früher, vor Jahrhunderten, hat man den Feuersalamander ins Feuer geworfen, weil man dachte, mit dem Feuersalamander das Feuer löschen zu können. Das ist eins der Tiere, was den Menschen schon seit Jahrhunderten in Mythen und Geschichten immer wieder mal begleitet hat. Der Irrglaube konnte die Feuersalamander als Art nicht gefährden. Heute kommt ein heimtückischer Feind auf die Lurche zu, der die ganze Art bedroht. Vor 10 Jahren ist durch Terrarientiere ein Pilz aus Südostasien nach Europa eingeschleppt worden, zuerst Holland und Belgien. Und seitdem ist dieser Pilz auf dem Weg Richtung Osten. Die Hautpilzkrankheit hat mittlerweile auch Teile von NRW erreicht. Und so sehen befallene Tiere aus. Der eingeschleppte Hautpilz, auch Salamanderfresser genannt, zerstört die Haut der Lurche und ist innerhalb kurzer Zeit tödlich. Die Förster in NRW machen sich ernsthafte Sorgen, den Feuersalamander als Teil unserer biologischen Vielfalt zu verlieren. Die Meldungen über den Salamander und den Salamanderpilz sind erschreckend. Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass so eine Allerweltsart mal unter diese akute Bedrohung geraten kann?